Wir erleben den Verfassungsschutz mehr und mehr als eine Art Sprachpolizei, die uns bestimmte Begriffe sozusagen vergiften will, verbieten will. Was jetzt sehr spannend ist, was sich aus diesem VS-Bericht ergibt, ist, dass mittlerweile auch ganz augenscheinlich die Behörde keinen Hehl mehr daraus macht, dass sie nicht nur dem Öffentlichkeitsauftrag des Paragraphen 15 des Landesverfassungsschutzgesetzes gerecht werden will, sondern sich auch politisch versteht. Also die Tatsache, dass dieses Gutachten geheim gehalten soll, liegt ja in der Verantwortung des Innenministers. Also wir sagen, was wollt ihr eigentlich? Ihr habt ein Gutachten, wo ihr belegen könnt, dass wir angeblich rechtsextremistisch sind und ihr wollt das nicht öffentlich machen. Wir haben Sie heute eingeladen, weil der Verfassungsschutzbericht fürs letzte Jahr ist jetzt veröffentlicht worden. Wir kommen dort drinnen wieder vor. Wir waren eine ganze Weile gar nicht mehr in den Verfassungsschutzberichten in Sachsen erwähnt. Wir kommen wieder vor und auch ziemlich heftig. Und wir werden uns auch juristisch gegen diesen Bericht wehren und die Art und Weise, wie wir dargestellt werden. Und deswegen heute die Einladung. Wir wollen das mit Ihnen vorbesprechen. Der Verfassungsschutz steht ja mittlerweile von verschiedenster Seite unter Kritik, nicht nur von uns, und der jetzt vorliegende Bericht bestätigt eigentlich all diese Vorwürfe, die man inzwischen gegenüber dieser Behörde vorbringt. Was uns betrifft in dem Bericht, wir werden in diesem Bericht als rechtsextrem eingestuft, bezeichnet aus folgenden Gründen. Unsere Kritik an der Migrationspolitik der Regierung wird als Indiz für Rechtsextremismus angeführt. Unser Wahlspruch, unser Land zuerst, wird als Indiz für Rechtsextremismus angeführt. Kritik am Globalismus, die traditionelle Familie, dass wir die traditionelle Familie stärken wollen, ganz skurril, ein Indiz für Rechtsextremismus. Unsere Auseinandersetzung mit den Rundfunkzwangsgebühren, die wollen wir abschaffen, das ist ja Programm, auch das wäre ein Indiz dafür. Und bei unserer Jugendorganisation, der Jungen Alternative, sind es natürlich die Wahlsprüche, wir stehen zum deutschen Vaterland, wir stehen zum Schutz von Kulturlandschaft und Natur, also oder auch wieder die traditionelle Familie, dort kommt sie wieder vor bei der Jungen Alternative, das als Indizien für Rechtsextremismus. Für jeden Normalsterblichen sind das selbstverständlich absurde Vorwürfe, aber es wird eben gemacht und dort haben wir eben das Problem, was wir bei dem Verfassungsschutz prinzipiell haben, es ist eine Regierungsbehörde, untersteht dem Innenminister und wird eben leider politisch missbraucht. Also ich habe jetzt die Beispiele vorgetragen, dass ist bezeichnend, also wir erleben den Verfassungsschutz mehr und mehr als eine Art Sprachpolizei, die uns bestimmte Begriffe sozusagen vergiften will, verbieten will. Auch Remigration, ein Begriff, der natürlich in der politischen Debatte deutlich älter ist als die AfD. Auch der Begriff soll natürlich so vergiftet werden, dass ihn niemand mehr verwenden kann. Also dort sehen wir eben auch, dass die Zielsetzung ist vor allen Dingen eben auch eine Einschränkung der freien Meinungsäußerung, dass man bestimmte Diskussionen mit bestimmten Begrifflichkeiten verbietet oder eben Diskussionen um bestimmte Themen verbietet. Wenn, ne, ich sage mal Rundfunk, Zwangsgebühren, wenn das sozusagen ein Indiz für Extremismus sein soll, dann versuche ich natürlich Diskussionen um dieses Zwangsgebührensystem prinzipiell zu unterdrücken. Dass wir mit unserer Kritik an den Verfassungsschutzberichten nicht alleine sind als Betroffene, ne, das wäre jetzt nichts Besonderes, dass man als Betroffener da kritisch äußert, aber es wird ja mittlerweile eben von vielen Seiten geäußert. Ich möchte hier den Herrn Matthias Brotkopp, SPD, ehemals Minister in Mecklenburg-Vorpommern, zitieren aus seinem Buch Gesinnungspolizei im Rechtsstaat. Er hat da ein Buch geschrieben zum Verfassungsschutz und er sagt eben, zusammenfassend können wir feststellen, dass mit der Erwähnung von Personen oder Organisationen in einem Verfassungsschutzbericht nach einschlägerrechtlicher Meinung und Rechtsprechung in Grundrechte eingegriffen wird. Neben dem Recht auf Meinungsfreiheit können zum Beispiel das Recht auf informelle Selbstbestimmung, das Parteienprivileg oder Persönlichkeitsrechte betroffen sein. Die dadurch entstehenden Übel fallen häufig stärker ins Gewicht als Maßnahmen des Strafrechts. Also einfach gesagt, wenn man uns verklagen würde für angeblich strafrechtlich relevante Äußerungen, würde viel, viel weniger rauskommen, es würde viel, viel weniger Schaden an uns entstehen als durch diese Berichte. Der Unterschied eben zum Strafrecht ist vor allen Dingen, es gibt bei diesen Berichten keine Anhörung des Beschuldigten, also wir werden da nicht vorher befragt zu den Dingen, die man uns vorwirft. Es gibt keinen zensorfreien Einblick in die Unterlagen, auf deren Grundlage der Verfassungsschutz seine Urteile abgibt.
Und natürlich ist auch kein eindeutiger Nachweis der Vorwürfe notwendig. Es kann einfach behauptet werden und wird dann veröffentlicht und richtet in der Öffentlichkeit eben diesen Schaden an uns als Partei an. Herr Brotkrupp ist nicht der Einzige, damit auch das sozusagen nochmal gesagt ist. Es gibt viele renommierte Kritiker des Verfassungsschutzes. Ich erwähne hier Professor Josef Franz Lindner, Professor Volker Böhme-Nessler, Professor Kai Möller und auch der ehemalige sächsische Verfassungsrichter Christoph Degenhardt hat sich erst kürzlich geäußert, der auch er Professor für Staatsverwaltungs- und Medienrecht, kritisiert die Art und Weise, wie der Verfassungsschutz heute arbeitet. Und vielleicht nochmal zu den konkreten Vorwürfen gegen uns als Partei auch nochmal die Klarstellung. Die AfD vertritt einen ethnischen Volksbegriff. Das ist ein Vorwurf, der uns gemacht wird, der aber in völligem Einklang mit dem Grundgesetz ist. Artikel 118 des Grundgesetzes, nee, 116 des Grundgesetzes definiert das Volk als Staatsvolk und andere Volkszugehörige, weil man natürlich ausdrücklich auf deutsche Volkszugehörige, die Staatsbürger anderer Länder sind, abzielt. Also unsere Verfassung definiert den deutschen Volksbegriff auch außerhalb der Staatsbürgerschaft. Also wir sind hier nicht irgendjemand, der was ganz anderes sagen würde, als unsere Verfassung, unser Grundgesetz vorgibt. Also wir sind in diesem Rahmen und der ethnische Volksbegriff ist auch zulässig. Bei anderen Ethnien ist man da ja auch völlig frei, das sogar zu verteidigen. Der Extremismusbegriff, der Extremismusvorwurf ist eigentlich auch ausdefiniert. Er wurde in den 70er Jahren erst überhaupt eingeführt in die Politik. Vorher hatte man nur von Radikalität gesprochen. Es ist dann ganz bewusst auch nochmal unterschieden worden, was ist Radikalität, was ist Extremismus. Und 1974, damals war der Bundesinnenminister Werner Mayhofer, FDP, hat das maßgeblich mit betrieben, um klarzustellen, dass Radikalität zur Demokratie und zur Meinungsfreiheit dazugehört. Man muss Dinge auch bis an die Wurzel diskutieren können. Man muss diskutieren können, ob man zum Beispiel Rundfunkstaatsverträge per Zwangsabgabe hat. Man muss diskutieren können, ob unsere Verfassung gut oder schlecht ist. Also man kann auch sagen, die Demokratie ist keine gute Staatsform. Das soll zulässig sein, das ist Meinungsfreiheit. Ich kann auch darüber diskutieren, ob das Strafrecht schärfer sein müsste, ob eine Todesstrafe nicht auch positive Aspekte hat. All das soll erlaubt sein, es ist radikal, es geht an die Wurzel der Probleme oder der Themen heran. Das soll erlaubt sein, ganz bewusst. Extremismus ist erst dann gegeben, wenn es tatsächlich um Umsturzfantasien geht, um Gewaltvorbereitungen, wo die bestehende Regierung gewaltsam sozusagen aus dem Amt verdrängt werden muss. Das ist Extremismus. Lange, lange vor unserer Zeit politisch ausdiskutiert, damit eben das geklärt ist. Die Meinungsfreiheit ist existenziell wichtig für unsere Demokratie und die erlaubt eben auch das Infragestellen des bestehenden Systems, solange es nicht um gewaltsame Umsturzfantasien geht. Und davon sind wir natürlich programmatisch und auch in unseren Aussagen weit entfernt. Das wissen Sie. Also vielleicht nochmal zum Schluss für diese Einführung ins Detail wird der Herr Dr. Keiler noch gehen. Im Wesentlichen sind die Vorwürfe unsere Kritik an der Migrationspolitik der Regierungen, die Kritik am Globalismus, an dem Einfluss großer undemokratischer internationaler Organisationen auf unser Leben und am Rundfunk in Form von Zwangsgebühren finanziert. Das kann nicht extremistisch sein, da stehen wir dazu. Und auch das vielleicht nochmal vom Anfang. Es ist so, dass diese Denunziation durch den VS-Bericht eigentlich der größere Schaden ist als ein strafrechtliches Vorgehen gegen uns, wo wir uns gegen konkrete strafrechtlich relevante Dinge wehren müssten und könnten. Da würde wahrscheinlich überhaupt kein Schaden entstehen. Und deswegen fordern wir als AfD, das ist eine der wichtigsten Forderungen überhaupt, die Offenlegung des Gutachtens, was die Grundlage für unsere Einstufung ist. Das ist ja immer noch geheime Verschlusssache. Und wir wissen natürlich, dass in der Verfassungsschutzbehörde eben nicht nur Juristen arbeiten, im Gegenteil, es arbeiten dort mehrheitlich Soziologen, Politologen.
Und dort wird im Prinzip frei interpretiert, dort werden uns die Worte im Munde verdreht in der Richtung, dass es eben extremistisch wirkt. Es wird dann einfach Extremismus behauptet. Wir glauben und wir wissen, wenn wir dieses Gutachten in der Öffentlichkeit tragen, wenn wir das mit den Bürgern draußen diskutieren können, wenn Sie dieses Gutachten in der Zeitung zitieren könnten, dann würden die allermeisten Leute verstehen, nach welchem Prinzip der Verfassungsschutz heute arbeitet. Und dann würden natürlich diese Vorwürfe ins Leere laufen und dann würde natürlich auch der Schaden reduziert werden, dadurch, durch diese unkommentierte Erwähnung im Verfassungsschutzbericht entsteht. Und deswegen ist das Ziel eben jetzt nicht nur gegen diesen Bericht vorzugehen, sondern wir wollen auch dieses Gutachten öffentlich machen. Auch dafür gehen wir vor Gericht. Der Bürger hat das Recht zu erfahren, warum so eine Einstufung erfolgen, weil der Verfassungsschutz hat ja eigentlich die Aufgabe, auch die Öffentlichkeit zu informieren über extremistische Tendenzen. Und wenn er das in der Form macht, wie er es jetzt macht, dann macht er eben genau das nicht. Die Leute wissen gar nicht, warum Leute so markiert werden als Extremisten. Und das sollen sie aber wissen. So viel zur Einführung. Ich würde jetzt Herrn Dr. Keiler nochmal das Wort geben, um bestimmte Details, auch des juristischen Aspekte mit vorzutragen. Und danach können wir gerne auf Ihre Fragen eingehen. So. Herzlich. Bitte? Ja. So. Also zunächst mal guten Tag. Jörg Urban hat es ja breit schon vorgetragen, also welche Kritikpunkte wir jetzt auch in politischer und soziologischer Sicht gegen dieses Gutachten haben. Ich möchte ein bisschen fokussieren auf die juristische Komponente. Sie wissen, wir sind bereits anhängig beim Verwaltungsgericht, und zwar im Hinblick auf die Presseerklärung vom 8.12.2023 und dort eben auch vornehmlich mit dem Antrag, dass dieses in dieser Presseerklärung erwähnte 134-seitige juristische Gutachten veröffentlicht werden möge. Was jetzt sehr spannend ist, was sich aus diesem VS-Bericht ergibt, ist, dass mittlerweile auch ganz augenscheinlich die Behörde keinen Hehl mehr daraus macht, dass sie nicht nur dem Öffentlichkeitsauftrag des § 15 des Landesverfassungsschutzgesetzes gerecht werden will, sondern sich auch politisch versteht. Ich mache mal aufmerksam auf die Seite 212 des aktuell veröffentlichten Berichts. In Print-Variante haben wir noch nicht, aber er ist im Netz abrufbar. Ich habe für Sie dann auch Auszüge hier machen lassen, damit Sie sich hinterher dann leichter tun, dem, was ich jetzt erwähne, damit Sie das nicht großartig im Netz zusammensuchen müssen. Ja. Das ist die Seite 212 und da ist also die Überschrift extremistische Organisationen und Gruppierungen im Freistaat Sachsen im Jahr 2023. Das bezieht sich auf im Wesentlichen den Berichtszeitraum 2022, weil die ja immer nachlaufen kommen, Fußnote 179. Und da heißt es, ich zitiere auszugsweise, im Hinblick auf den originär politikberatenden Ansatz des Verfassungsschutzberichtes beschränkt sich das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen auf die Darstellung des für das jeweilige Berichtsjahr politisch relevanten Ereignisses und Tendenzen in den einzelnen Phänomenbereichen. Also der Haldenwang hat es ja nun schon bei der Pressekonferenz der Vorstellung des Demokratieförderungsgesetzes relativ unverhohlen gesagt, dass da die politische Komponente im Vordergrund ist und hier in dem Bericht haben wir es nur also in epischer Eindeutigkeit. Die juristische spannende Frage ist, natürlich gibt es einen Öffentlichkeitsauftrag, auch des Verfassungsschutzberichts und der Verfassungsschutzbehörden. Auf den berufen wir uns auch im Hinblick auf die, auf den Anspruch der Veröffentlichung dieses Gutachtens. Aber über den Informationsanspruch hinaus gibt es natürlich auch noch den Neutralitätsgrundsatz und eine politische Ausjustierung des Verfassungsschutzberichts ist eben gerade nicht Gegenstand des verfassungsrechtlichen Auftrages, was die Landes- und Bundesverfassungsschutzämter haben. Jetzt muss man hinzusehen, dass sich das, wenn man sich da intensiv damit befasst, fußt, also diese Überlegung, dass die Neutralitätspflicht da in den Hintergrund tritt und man das politisch mehr oder weniger auch politisch pronunzieren könnte, bestimmte Positionen auf ein Gutachten des juristischen Dienstes im Bundestag im Rahmen des Demokratiefördergesetz, Entschuldigung, erstellt und da geht es um den Neutralitätsgrundsatz ganz generell und da hat also der juristische Dienst eindeutig darauf hingewiesen,
dass natürlich ein Neutralitätsgebot auch der Regierungsbehörden und das nichts anderes ist natürlich auch der Verfassungsschutz besteht. Allerdings im Zuge der Diskussion, ob eine Partei verboten werden soll, und diese Diskussion läuft ja ganz offensichtlich, es wird ja vielfach gefordert, wir müssen mal über ein Verbotsverfahren sprechen. Ja. Wie ernstlich die Absicht dann tatsächlich ist, eins einzuführen, das sei dahingestellt. Ja. Da wäre eben also etwas geringere Zurückhaltung möglich im Hinblick auf den Neutralitätsgrundsatz. Und das wird natürlich hier also in extenso überstrapaziert, nicht? Diese Überlegung. Die meinen jetzt, dass sie den Verfassungsschutz mehr oder weniger tatsächlich auch in einer politischen Dimension gebrauchen können und dort auch rechtspolitische Aktionen starten können. Das ist also der juristische Hintergrund. Das werden wir jetzt vortragen, aktuell in dem Verfahren am Verwaltungsgericht Dresden und darüber hinaus. Werde ich dann mal ein Beispiel, ich habe ein Beispiel gemacht, das ist diese traditionelle Familie, an der man sehr schön sieht, ja, wie dieser Mechanismus, dieser soziologische und weit weniger juristische Ansatz, den das Verfassungsschutzamt dort für sich in Anspruch nimmt, wie der greift. Eines ist auch noch von juristischer Bedeutung, wir haben es zusammengeschrieben in so einem Kurzexposé. Es gibt einen Abschlussbericht der Parlamentarischen Kontrollkommission aus dem Jahr 2021, der sich mit den Einträgen und den Gepflogenheiten des Verfassungsschutzamtes Sachsen in den Jahren 18, 19 befasst hat. Ich habe Ihnen das dann auszugsweise kopiert, das kriegen Sie ausgereicht. Und da ist eindeutig die Anweisung ergangen, dass sämtliche Daten der Abgeordneten sämtlicher Fraktionen in Sachsen in der 7. Legislatur zu löschen sind. Das ist definitiv so. Ja. Das bedeutet also, dass wir aus den Jahren 18, 19, in den Berichten 19, 20, 21 überhaupt keine Daten mehr eigentlich vorfinden könnten über Abgeordnete des Sächsischen Landtages, insbesondere also auch nicht über Jörg Urban oder Jan Zwerg, die im Moment Erwähnung fanden in diesem 134-seitigen Gutachten, in Anführungsstrichen, die waren zu löschen. Das heißt also, das Landesverfassungsschutzamt Sachsen konnte gar nicht auf eigene Daten zurückgreifen, die mussten woanders herkommen. Und wir haben sehr deutliche Anhaltspunkte, dass die vom Bundesverfassungsschutzamt gekommen sind, also von der Haldenwang-Behörde und gar nicht aus Sachsen stammen. Und da sind wir an dem Punkt, auch die Verfassungsschutzämter sind föderal strukturiert. Wir haben also Landesverfassungsschutzämter und Bundesverfassungsschutzämter. Es gibt nach der neuen Rechtslage einen gewissen Bereich der Zusammenarbeit. Die geht aber mehr dann in Richtung tatsächlich Ansatz in Gewalt und Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden, wo die Landesverfassungsschutzbehörden auch mit dem Bundesverfassungsschutzamt zusammenarbeiten können, nicht aber bei der Einstufung. Da war eine eindeutig auch unabhängige, nachgeordnete Behörde, zwar dem sächsischen Innenministerium, aber nicht als Abteilung des Innenministeriums konstruiert, sondern als gesondertes Amt haben, müssen sich die Erkenntnisse des sächsischen Verfassungsschutzes, wenn eine Einstufung erfolgt und veröffentlicht wird, auch auf sächsische Ermittlungen und Erkenntnisse beziehen. Und nachdem wir in den Jahren 2021, 2022, was jederzeit nachprüfbar ist, in den veröffentlichten Verfassungsschutzberichten keinerlei Erwähnung fanden, als AfDs ausschließlich als Opfer linksextremer Gewalttaten, ja, frage ich mich, welche Erkenntnisse hier die Grundlage für dieses 134-seitige Gutachten gewesen sein sollen. Das ist also ein ganz gewichtiges juristisches Argument. Wir werden sehen, wie das beim Verwaltungsgericht dann wirkt. Also da wird der entsprechende Vortrag nachgereicht. Im Übrigen gibt es eine Klage aus dem Jahr 2021, damals eingereicht vom Professor Ehliger im Auftrag eben des AfD-Landesverbandes. Und diese Erwähnung, die ja ganz offiziell nach dem PKK-Bericht zu löschen ist. Da werden wir mal sehen, was da passiert. Das ist ja bereits anhängig. Nach wie vor sind wir im erheblichen Maße daran interessiert. Ich hatte bei der letzten Pressekonferenz ja gesagt, das ist im Wesentlichen keine juristische Eingruppierung, staatsrechtliche Eingruppierung, sondern was da passiert, sind soziologische, ideologische Eingruppierungen oder eher, man könnte es vielleicht auch übersetzen, mit rechtspolitischen Überlegungen. Ich will Ihnen das jetzt an einem Beispiel erläutern. Und das fußt jetzt nicht auf die geltende Auslegung des Grundgesetzes im Kern, sondern also die Lege Lata, also was schon Gesetz ist und Spruchpraxis des Bundes.
Bundesverfassungsgericht, sondern wo es denn hingehen soll. Ja? Und das ist natürlich am langen Ende, dann kann das nicht Kriterium für die Einstufung des Rechtsextremismus einer bestimmten Partei sein, die konservativ geschehen ist und sagt, wir wollen an den Grundsätzen der Verfassung, so wie wir sie verstehen und wie sie über Jahrzehnte hin vom Bundesverfassungsgericht im Übrigen auch ausdefiniert worden ist, festhalten. Ich mache das einmal am Beispiel dieses traditionellen Familienbilds fest. Das ist, also ich habe die Dinger, das geht am langen Ende zurück, dieses traditionelle Familienbild, auf eine Kritik, wenn Sie dann kriegen, einer Publikation der Amadeo Antonio Stiftung vom 3.6., brandaktuell. Die Mechanismen dieser soziologischen und ideologischen Verwendung von Begriffen funktioniert so, ich habe mir das sehr genau angeschaut, es war eine sehr umfangreiche Arbeit, auch im Verfassungsschutzbericht, das sind im Wesentlichen, ich hatte es beim letzten Mal schon erwähnt, so 4 bis 5 Politologen und Soziologen, die derartige Publikationen in verschiedenen Stiftungen veröffentlichen und die dann sich wechselseitig zitieren. Also das ist eine sehr übersichtliche Anzahl. Das geht gar nicht mal in die Breite, sondern man zitiert sich wechselseitig in den Fußnoten. Im Verfassungsschutzbericht selbst ist an juristischer Substanz eigentlich nur das Urteil vom Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf die Parteienfinanzierung der NPD mittlerweile die Heimat erwähnt und die Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung im Hinblick auf die ja, mehr oder weniger Kontaktschuldrechtsprechung, dass wenn führende Protagonisten und Vertreter einer Partei als rechtsextrem eingestuft werden können, im Zweifel, zwar widerleglich, aber dann unter Umständen auch die Partei als solches kritisch gesehen werden kann. Also das ist das einzige Juristische und ansonsten ist das alles rechtssoziologische, ideologisch geprägte Überlegungen. Und da kommt ein Mechanismus hinzu und den haben wir auch mittlerweile relativ ganz gut im Griff und aufgearbeitet. Es funktioniert eben nicht nur über diese Stiftungen und über irgendwelche den Stiftungen nahestehenden Lehrstühle oder Stiftungslehrstühle, sondern das funktioniert ganz massiv. Das kennen Sie vielleicht auch aus dem Demokratiefördergesetzprogramm von Frau Faeser, aus einem Projekt Demokratie leben. Ja. Das ist eine Förderung, die ist jetzt nicht unbedingt von der Frau Faeser veranlasst, sondern die wird dem Bundesministerium für Familie zugeschrieben, gleichwohl aber durchgängig zitiert auch von der Frau Faeser im Hinblick auf Demokratiefördermechanismen und eben auf politische Bildung. Und unsere Bundestagsfraktion hat jetzt mal eine Abfrage gemacht, die ist relativ brandaktuell, die habe ich Ihnen auch mitgebracht. Es füllt ein Leitsort an Veritablen, wie hoch das Fördervolumen ist. Das sind 182 Millionen im Jahr. 182 Millionen gehen nur in den Bereich ein Haushaltstitel vom Bund, Integration, Migration etc., Demokratieförderung. Dort wiederum, wenn man nachguckt, finden sich just genau diese Vereine, die Amadeo Antonio Stiftung, der Flüchtlingsrat etc. pp., ja, die am langen Ende dann hinter diesen Publikationen und Veröffentlichungen stehen und mehr oder weniger als Zivilgesellschaft beschrieben werden. Das wird dann immer so über den postdemokratischen, postnationaldemokratischen Begriff der Demokratieförderung und die Zivilgesellschaft wird das eingeführt und am langen Ende wird damit nichts anderes als Rechtspolitik betrieben. Das ist also das zielt nicht auf das ab, wie die Verfassung ist und wie sie auszulegen ist, sondern was sich bestimmte Gruppierungen politischer Art am langen Ende vorstellen, wo die Verfassung hingehen soll. Da habe ich auch ein wunderschönes Beispiel von so einer Junior-Professorin dann dabei. Und sehr schön sieht man es an diesem traditionellen Familienbild. Das war jetzt in der Presseerklärung am 8.12. noch nicht erwähnt. Das ist jetzt neu, deswegen habe ich das herausgegriffen. Das deckt sich wortgleich mehr oder weniger diese Feststellungen, dass wir also gegen das traditionelle Familienbild agieren würden und damit eben rechtsextrem. Wir würden, ja. Nicht gegen. Bitte? Wir nicht gegen, wir für. Wir für und genau, ja, wir, Entschuldigung, habe ich versprochen, wir für das traditionelle Familienbild agieren und sich insofern, also quasi dieser rechtsextreme Grundkern der AfD abließen, auf diese Stiftungspublikation möchte ich da verweisen von der Amadeo Antonio Stiftung. Da haben wir also exakt genau das, was hier kritisiert wird, dann wiedergegeben und die kam dann just am 3.6. ist die veröffentlicht worden. Ja. Und auch hier eben mit einer erheblichen, machen die gar keinen Hehl mehr draus, Hinweis eben Projektförderung von diesem
ja, von diesem Programm Demokratie leben. Ja. Und insofern haben Sie also diese starke, mehr oder weniger rechtspolitische und rechtsideologische Einstrahlung in diesen Berichten und die finden sich dann eben zur Beurteilung und Eingruppierung eben der Partei als rechtsextrem wieder. Und das, meine ich, hat mit also gesunder Verfassungsschutzüberwachung überhaupt nichts mehr zu tun, hat auch am langen Ende nichts mehr damit zu tun, dass hier irgendwie ein Verstoß gegen die FDGO oder was juristisch hergeleitet wird, sondern das hat schlichtweg damit was zu tun, dass gegen ideologische Wunschprogramme verstoßen wird und damit natürlich im Zuge eben auch der politischen Bildung, die parallel dann anläuft, ja, eine Position geschaffen wird, dass man tatsächlich hier die Opposition mehr oder weniger diffamiert. Ja. Und auch das wird natürlich Gegenstand dann des juristischen Vortrags oder in der Erweiterung mit diesen zwei Begriffen, was wir jetzt noch machen, zum Verwaltungsgericht sein. Und auch da bin ich sehr gespannt. Es wird jetzt sehr deutlich, auch mit dieser Fußnote, nicht? Also diese politische Orientierung. Ja. Was dann die Verwaltungsgerichte am langen Ende natürlich unter Umständen vielleicht einmal auch das Bundesverfassungsgericht, aber ich glaube, soweit werden wir gar nicht prozessieren müssen, was die damit machen. Und wir sagen eben, und das hat der Jörg Urban ja relativ deutlich angesprochen, wenn man dieses 134-seitige angebliche juristische Gutachten veröffentlichen würde, dann könnte man genau diese Mechanismen sehr schön nachvollziehen in der Öffentlichkeit. Und auch das würde natürlich sicherlich dazu beitragen, den Verfassungsschutz und seinem Tun, was da jetzt also in den letzten Jahren wirklich en vogue geworden ist, natürlich eine ganz andere Einschätzung zu geben in der Öffentlichkeit und auch in der politischen Bewertung. Ja. Und darum sind wir sehr daran interessiert, dass das veröffentlicht wird. Ich kenne es, weil ich es im Rahmen der Akteneinsicht bekommen habe. Es ist, wenn ich es werde, so viel kann ich ohne weiteres verraten, eindeutig auch eine Bestätigung dahingehend, dass also die Positionen, die jetzt hier im sächsischen Bericht auftauchen, tatsächlich eben auch aus dem Bund kommen. Ja. Und wir haben also, wenn ich jetzt die Feststellung der Parlamentarischen Kontrollkommission aus 2021, es war ein Nachbericht, der erste war 2020, hinzunehme, dann habe ich über Jahre hin keine Negativerwähnung der AfD im Verfassungsschutzbericht irgendwo. Und das geht natürlich nicht, dass man dann auch noch sagt, das können Sie ja dieser Presseerklärung vom 8.12. nicht nehmen, wir haben jetzt 4 Jahre recherchiert, was denn bitte, wenn keine Daten vorhanden sind, ja, und auch vorhanden sein dürfen. Oder die wenigen, die sie hatten, ne? Also die gestrichen und gelöscht werden mussten. Ja. Was haben die da recherchiert? Ne? Ja, da frage ich mich. Ne? Also wo kommt es denn her? Ja, auf einmal. Ja. Und aufgrund der föderalen Struktur, glaube ich, also kriegt es jenseits eben natürlich dieser inhaltlichen Komponente natürlich auch eine relativ einfach gestrickte juristische Komponente. Ne? Da wollen wir mal sehen. Weil so ist es nicht. Ja. Also das Verfassungsschutzgesetz selbst gibt es ja gar nicht, ja, was da gemacht worden ist. Ne. Also die können nicht hier einen Landesverfassungsschutzbericht aufstellen mit irgendwelchen Zuimporten, die sie da vom Bundesverfassungsschutzamt hier nach Sachsen geholt haben. Ja. Deswegen ja die föderale Struktur. Ne. Das wird eine gewichtige Rolle spielen im weiteren Verfahren, da bin ich überzeugt davon, also in rechtlicher Hinsicht. Ja. Ja. Also wir brauchen da wahrscheinlich dann, was die sächsische Situation anbelangt, gar nicht unbedingt so wahnsinnig in die epische Breite gehen und darum argumentieren am ethischen Volksbegriff und so. Das hat der Jörg Urban, möchte es nicht wiederholen, im Wesentlichen ausgeführt, das ist ganz klar. Ich meine, das hat auch das Oberverwaltungsgericht in Münster übrigens gesagt mit diesem ethischen Volksbegriff, dass der nicht verfassungswidrig ist. Ja, gell, ne? Das haben wir ja auch schon. Ja. Also es wird spannend und wir sind, das ist die politische Komponente, wir sind im höchsten Maße daran interessiert, dass dieser Bericht öffentlich gemacht wird und dass wir genau das, diese Vorwürfe, die sich aus diesem Bericht dann ableiten sollen oder aus diesem juristischen Gutachten, das genannt worden ist, ja, dass wir das dann auch tatsächlich dann politisch diskutieren können. Ja. Also wenn schon eine politische Zielrichtung, ein politischer Bildungsauftrag beim Verfassungsschutz gesehen wird, bitte gern, dann aber mit offenen Karten und nicht mit dem also völlig atypisch und ungleichgewichtigen Vorgang, ja, wir
wir haben ein Gutachten, das geben wir aber nicht raus und wir machen dann bloß eine Wertung, eine Schlusswertung und behaupten mal. Ne? Also so geht es gesichert nicht. Wir sind nicht im Strafrecht, das ist klar, hat der Jörg Urban auch angesprochen, da haben Sie jederzeit die Möglichkeit, dass Sie gehört werden. Ja? Wir müssen uns natürlich da einerseits medial werden, andererseits auch juristisch, aber es ist natürlich also auch unter dem Grundsatz der Neutralitätspflicht, die natürlich hier geboten ist und überwiegt natürlich auch den Parteienschutz, zwingend erforderlich, dass das öffentlich gemacht wird, auf welche Erkenntnisse oder angeblich eigenen Erkenntnisse sich der Sächsische Verfassungsschutzbericht stützt. Das brauchen wir auf jeden Fall und werden es auch öffentlich diskutieren. Da sind wir auch politisch sehr zuversichtlich, dass das in der Wählerschaft nicht den Effekt zeitigen wird, den sich der Verfassungsschutz verspricht.